Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars The Old Republic. Ja, heute Jawohl, mal wieder im hallo. PvP. Genau. Lustigerweise, ja, wir haben uns eingeschrieben, ging es auch sofort los. Wir kamen noch nicht mal dazu, unten draußen an zu moderieren. Naja, gut, machen wir es halt hier. Willkommen zurück. Wir sind, wie gesagt. Mission annehmen. Missionsinterface wurde verändert, kann das sein? Missionsinterface wurde verändert oder war das das letzte Mal schon? Das war das letzte Mal schon. Okay. Das war das letzte Mal schon. So, gut, ich guck mal. Erstmal hier annehmen alles. Missionen annehmen, Missionen annehmen, Missionen annehmen. So, ich stelle mich mal hier rüber, ganz, ganz pauschal. Flipp. Was ist das denn? Was? Was war das denn für eine Schneeflocke gerade? Welche Schnee? Die Schneeflocke da, du meinst die von der Tamani oder was? Mhm. Keine Ahnung. Vielleicht friert sie ein wenig. Ach so, nee, die hast du auch. Ja, habe ich drauf bekommen als Buff. Mit so. Schneeflocken überschüttet. Mhm. Ach okay. So. Guck mal, die gibt dir gleich den, weil du genau weißt, du hältst am wenigsten aus, hat sie dir gleich den Schild gegeben. Tja. Vielleicht weiß sie aber auch einfach, dass ich gut bin. Oh, der rennt einfach nur hin. Ja, genau, der rennt dahin, dann kann ich hier reingehen. Ich stecke schon wieder fest hier. Mal gucken, ob das. So. Was haben wir? Ein Pfeiler abgeriegelt. Das klang jetzt aber mal anders als sonst. Irgendwie schon, ja. So, ich sammle einfach mal ein paar Kugeln. Muss man die Kugel nicht zurückbringen? Ja, nein. Ja, muss man schon. Ja. Werde ich jetzt auch hingehen. Mhm. So, hopp. Uah. Also nicht. Was passiert eigentlich, wenn du stirbst? Sind die Kugeln ja, weg, oder? Dann hast du die Kugel natürlich nicht mehr. Ja, mein ich ja. Ich bin auf Risiko gegangen, mein Fehler. Tut mir ja leid, Leute. Schlecht. Tut mir leid. Aber muss halt auch mal sein. Das war definitiv so. Nicht Würf. Naja, es gibt Schlimmeres. So, Melembus wurde auch besiegt irgendwie. Steht jemand an dich am Pfeiler und macht was? Ich glaube nicht. Der ist gerade ein bisschen unbewacht. Das ist, denke ich, wieder Pfeiler-Sachen. So, zwar wieder, weil wie gesagt, ich muss mich hier PvP-mäßig noch mit der neuen Skillung muss ich mich noch ein bisschen neu einskillen, einspielen. Entsprechend scheiße wird das werden. Okay. Arganus versucht sich, die Lani wurde besiegt. Mhm. Ja. Ja, ich bin mit zu wenig Leben reingegangen. Mit zu wenig Leben. 50 Sekunden, ich renne mal hier ein bisschen wild durch die Gegend, damit mich keiner von hinten tacken kann. Tacken? Ja. Mag's nicht so von hinten. Wie viele Sekunden haben wir noch? 48 Sekunden. Probiere ich vielleicht 48. Mal den anderen Pfeiler mal mit einzunehmen. Ja, probier mal. Ich bleib hier. Böser Feind. Ah, einer steht dort. Schade. Macht nix, hau ihn trotzdem weg. Kennst du doch hin? Bestimmt. Rotzika und Agnago wurden besiegt. Ah, wir haben's nicht leicht diesmal. Nicht Schade. Leicht, nicht leicht. Okay, gucken wir mal, wie es hier im 1 gegen 1 aussieht. Auf jeden Fall nicht gut für mich. Oh, da kloppt mich herunter. Oh, krass, ey. Die Lani wurde besiegt. Ah, was ist denn ein Juggernaut? Ist das hier von... Ein Juggernaut. Ein Juggernaut. Achso. Das hat mich ganz schön runtergekommen. Du wurdest von einem Tank besiegt. Na gut, der ist Level 56. Ist der. Du wurdest von einem Tank runtergehauen. Kann man so sagen, ja. Der hat mich ziemlich schnell runtergeklatscht sogar. Wo bin ich denn? Warum bin ich? Ach, so eingefroren. Ah, mich hat schon wieder erwischt. So, jetzt müssen wir mal wieder einnehmen. Ich werde immer wieder angefesselt, Mann. Voll nervig. Und die ich eigentlich erobern wollte, die ist geflohen. Fies. Da schleicht sich jemand an. Ja, das ist der, wo ich drauf bin, dieser Jermax, glaube ich. Oh, der kriegt den aber auch platt, ey, krass. Aber klingt also das die Sprünge ist auf jeden Fall neu, ne? Ihr habt einen Pfeiler abgeriegelt, klingt auch irgendwie neu. Oh, was ist das denn? Warum machen die so viel Schaden, Mensch? Ja, die hauen ganz schön rein, ne? Mir auch schon aufgefallen. Der ist auch wieder 57, ey. Wo ist denn da die Skalierung, ey?
Warum glaubst Normal müsste die schon da sein. Aber vielleicht ist es ja so, dass das noch nicht richtig gepatcht wurde, dass er halt noch die 55er-Skalierung mehr oder weniger drin ist. Tamani schreibt, helft mir mal. Ja, würde ja. Also dein Team, wir haben irgendwie gerade ziemlich viele Punkte, kann das sein? Ja, ne, weil wir beide Pfeiler haben. Das heißt, geh mal rüber und versuch den beiden zweiten Pfeiler mit zu verteidigen. Achso, deswegen. Okay, das habe ich gerade noch nicht gecheckt. Ah, okay. Mani wurde besiegt. Oh, yeah. Oh, da beeil dich. Ich glaube, die stand da drüben. Okay, die haben mich direkt instant runtergekloppt. Aber... Oh nein, jetzt ist das Tor zu. Oh, Verflixt. Okay, jetzt haben sie den. Was? Warum haben die Verflixt? Jetzt? Warum hätten die jetzt mehr Punkte wie wir? Ja, weil die ja vorher. Okay, was weiß ich denn? Also, hä? Das verstehe ich nicht. Ja, das ist jetzt so. Nee, wie gesagt, wir haben ja Punkte verloren, die haben Punkte dazu gewonnen. Und die hatten halt viele wahrscheinlich Bällchen gehabt sozusagen. Also viele. Ja, Arki-Kaka habe ich jetzt nicht gelesen. Arki-Kaka. Tamani, oh Mann. Ja, stimmt, schade. Aber wie gesagt, das mit dem Pfeil erobern müsste man eigentlich nicht sofort machen, sondern halt versuchen, wenn... Gegen Ende natürlich. Also ja, natürlich, genau. Klar. Aber... Andererseits ist es natürlich leichter, einen Pfeiler zu erobern, solange er noch nicht erobert ist, aber es ist halt schwerer, den zu halten. So, ich kann schon mal wieder hochlaufen, loslaufen, das macht eh keiner mehr. Morvenus schafft es noch? Nein, der schafft es nicht mehr. Es sind einfach viel zu viele hier drin, die kloppen uns hier ziemlich nieder, muss man sagen. Ja, das fürchte ich auch. Aber was ich halt wirklich halt nicht verstehe, ich meine, wir haben ja den Pfeiler eigentlich, ne? Aber, oh nein, jetzt bin ich runtergegangen, oder ich bin tot. OMG. Und die anderen waren genauso doof wie ich. Ja, mich hat's erwischt, komm. Töte mich hier. Uiuiui, ich bin auch gleich tot. So. Und ich bin tot, hahaha. Die hauen mich aber auch. Das ist schlimm, aber manchmal. Wir haben halt aber auch 38er, das sind mehr Dinge zu sein, das ist 55, das ist 55. Ja, ne, das sind Skills 34, halt. 30. Ja, ja, klar, man hat ja trotzdem noch den Skillvorteil. So, gut. Bin ich schon wieder in der Mitte. Ich bin direkt gefokust. Bin tot, zwei Leute. Ja, und schon ist er tot. Krass. So. Verstehe auch gerade noch nicht, wieso die. Diese Kranführerin da oben, die haut aber drauf hier. Meine Fresse hier. Ich sehe das gar nicht. Was ist denn der Faktor eigentlich da hinten? Faktor? Wie Faktor? Kann man das ausblenden hier? Ja, mal 5. Okay. Das ist mal 5, hä? Also heute stinken wir auch wieder an. Was ja, heute stinken wir auf jeden Fall ab, ja. Lalalala. Ich hab auch schon wieder irgendwas drauf, also ich gehe einfach mal. Ja, das hat jetzt hier in der Mitte keinen Sinn. Das Ding ist verloren, weil ja, ist eh jetzt schon verloren. Wir haben es eh gleich geschafft. Ja, stimmt. Naja, lässt sich nicht ändern. Ja. Wir kämpfen trotzdem bis zum Ende weiter irgendwie. Guck mal, da hat sich sogar einer vorgewagt. Oh. Toll, wieder tot. Ja, die sind definitiv ziemlich hart. Was mir jetzt allerdings zum ersten Mal jetzt eigentlich auffällt, ist, dass diese Punkte nach die Kugel, die man da sozusagen ja einnimmt oder mitnimmt, skalieren auf der Basis, dass ja, wie viele Gegner man getötet hat hier, also Deathmatch-mäßig. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Also wenn du zum Beispiel mal X5 zum Beispiel mal anklickst, ja, dann steht ja dort darunter Menge des gewonnenen Energiepotenzials pro getöteten Gegner. Ach so. Und somit schätze ich einfach mal, wenn ich jetzt eine Kugel für unser Team einsammle, dass wir halt dann halt 5 Punkte bekommen würden und die anderen halt, keine Ahnung, weil die schon 20 Leute gekillt haben, 20 halt. Ja. Ah, da bist du wieder tot. Jetzt hast du mich. Ja. Aber Vivo und kommt zumindest, den kriegt er. Hey, wo ist er denn? Der ist wieder unsichtbar. Bisschen PvP-Themen sammeln noch. Zumindest habe ich die Kranführerin, die ist vor mir geflohen. War es das dann? Ne, durfte es noch nicht ganz gewesen. Oh, die haben mich so schnell wieder runtergekloppt. Okay, ist schon vorbei. Okay, das war's schon.
Komm, du kriegst mal deinen Punkt. Oh, wir haben aber auch abgestunken. Alle beide. Puh. Ja, wir sind halt auch ziemlich schnell geplatzt halt, ne? Muss man sagen. Ja. Ja. Okay, gut, kriegst halt auch deinen Punkt und gehen wir halt mal wieder raus. Genau, Kriegsgebiet verlassen. Na gut, machen wir hier noch ein bisschen weiter. Die Folge ist ja noch nicht ganz zu Ende. 5 Minuten haben wir noch. War eh noch irgendwo was zu quatschen, eine Quest anzunehmen. Können wir dann gleich noch machen. Sobald wir natürlich aus dem Ladebildschirm sind. Dürfte bei mir etwas länger dauern zur Abwechslung mal. Was heißt zur Abwechslung? Aber jetzt wahrscheinlich immer. Bis ich mal den neuen Rechner habe. Welchen neuen Rechner? Das dauert noch 5 Jahre. Das dauert noch eine Weile. Wobei, du könntest ja auch noch ein bisschen was an deinem Rechner grundsätzlich verändern, denke ich. Na, Kraka könnte ich noch hochsetzen. Kraka halt auf jeden Fall. Eventuell den Arbeitsspeicher noch erhöhen, beziehungsweise was hast du drin? Noch beschleunigen, eventuell 16 GB. Das reicht doch vollkommen. Naja, in der Regel genau. Ich denke jetzt, was in erster Linie wichtig wäre, wäre halt, gut, das dürftest du wahrscheinlich auch haben. Es gibt ja intern gibt es ja auch zum Beispiel für die Festplatten halt relativ schnelle Kabel, aber du hattest ja alles mitbestellt gehabt damals. Ja, genau. Ja, das ist alles von drin. Unterschiede. So, okay, gut, reden wir hier erstmal. Ach verdammt, ich kriege jetzt nicht in den Griff. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Es muss doch einen Weg geben, ihn zu retten. Ich erledige das. Na gut. Okay. Einfach ein Überraschungsangriff. Ja, wobei halt nochmal, um halt nochmal kurz zu machen, wobei. Wir haben, glaube ich, hier noch ein Gespräch, haben wir noch. Genau. Ja. Oh nein, jetzt bin ich. Oh nein, nee, OMG. OMG! Ja, machen wir mal an hier, ich gehe mal mit Holo. Geht nicht, ist deine Quest. Ah, das ist meine? Oh, OMG. Oh, das deine sein. Ja, ich komme auch nicht rein. Hehe. OMG. Jetzt muss ich einmal um den Tümpel rum. Naja, okay. Kommst du wieder her? Passt zu Weihnachten. Weihnachten ist schon lange um. Ja, nein, noch ist das Zeug da. Weihnachten ist offiziell nach den Eisheiligen vorbei. Die müssen am 6. sein, glaube ich, ne? Ja, könnte sein, ja. So. Ich habe die Energiestationen des Lasers deaktiviert, aber Darth Angrals Schüler hat mich kontaktiert. Dutzende Unschuldige sind bereits Ziele des Todessiegels. Wir müssen das beenden, bevor er den Laser wieder aktivieren kann. Das ist Win Organa, Verhandlungsführer bei den Friedensgesprächen, die diesen Krieg beenden sollen. Alaina Haag konnte sich im Palast Organa frei bewegen. Jeder dort könnte ein Ziel sein, ich eingeschlossen. Ich sah, wie sie sich den Wachen ergab, als Count Alde getötet wurde. Sie ist nie in ihrer Zelle gelandet. Die Wachen, die sie eskortierten, wurden tot aufgefunden. Meine Spione berichten aber, dass eine Frau, die auf ihre Beschreibung passt, das Gebiet von Haus Thul betreten hat. Haus Thul? Sie unterstützen das Imperium? Ja, aber Duke Thul setzt sich öffentlich für die Friedensverhandlungen ein. Ich habe den Eindruck, er meint es ernst. Was, wenn die Sith ihn zum Schweigen bringen möchten? Ihr traut dem Feind zu viel zu, Orgis. Auf jeden Fall ist das Todessiegel im Haus Thul. Wenn wir es wollen, müssen wir es uns dort holen. Ich bin bereit, wenn ihr es seid, Meister. Du holst im Alleingang das Todessiegel aus dem Haus Thul. Ich habe eine eigene Mission. Es gibt nur wenige Orte, von denen aus Angrals Schüler operieren kann. Wir müssen die Liste der Kandidaten verkleinern. Wir sollten alle unsere Kräfte darauf konzentrieren, das Todessiegel zu sichern. So wie es aussieht, hat Angrals Schüler die Technologie bereits kopiert. Wir können nicht zulassen, dass er entkommt. Unsere Wege trennen sich hier. Ich
kontaktiere dich, wenn ich unseren Feind gefunden habe. Ich hoffe schon bald von euch zu hören, wenn die Bedrohung vorüber ist. Geh zum Haus Thul. Möge die Macht mit dir sein. Okay. Ja, möge die Macht mit uns sein. Genau, so nach dem Motto. Du bist ja nicht alleine, nicht im Alleingang. Ich helfe dir ja. Richtig, aber das ja. machen wir erst genau. in der nächsten Folge. Der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jawohl, tschüss. Wee.